Sieben Wochen ohne Alleingänge, das Thema der diesjährigen Fastenaktion. Sieben Wochen ohne Alleingänge. Gegen Alleinsein, da helfen Einladungen, so wie die hier. Da werden Einladungen verschickt. Warum wohl? Natürlich zu Festen, zu Geburtstagen, zu Hochzeiten, zu Taufen. Alles, was man gerne mit anderen Menschen teilt. Es gibt aber auch Einladungen, weil jemand Hilfe braucht. Ein Fachmann, eine Fachfrau sollen helfen, sollen mir etwas erklären, das ich nicht verstehe, wie es funktioniert. Das heißt dann, ich brauche Hilfe. Erzähl mir davon, wie das besser geht. In der Bibel gibt es eine ähnliche Geschichte, in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und Paulus träumte in der Nacht, ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Komm herüber und hilf uns, eine Einladung. Warum der Mann Paulus einlädt, so genau wissen wir das nicht. Es wird aber vermutet, dass er unzufrieden war mit seinem bisherigen Glauben, mit einem Glauben an viele Götter. Götter, die sich dann aber auch so wie Menschen benommen haben. Sie haben gestritten, sie haben gelogen, betrogen, sie haben sich gegenseitig bekämpft. Was soll so ein Glaube? Der hilft doch nicht. Und wahrscheinlich hat der Mann gehofft, dass Paulus einen anderen Glauben zu erzählen hat. Einen Glauben, der ihm hilft. Und Paulus nimmt die Einladung an. Er reist nach Makedonien. Das ist übrigens der erste Bericht, wo wir hören, wie das Christentum zu uns nach Europa gekommen ist. Ob der Mann aus Makedonien wusste, worauf er sich einlässt? Denn Paulus kommt mit einer unbekannten Botschaft. Ein Gott statt vieler Götter. Ein Gott, der leidet und stirbt. Statt, dass er ein superstarker Gott ist. Ein Gott, der Menschen liebt, der sie nicht bestraft. Ein Gott, der keine Opfer will, sondern Menschen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Alles neue Botschaften. Aber die Menschen aus Makedonien lassen sich darauf ein. Sie hören zu, sie glauben an die Botschaft von Jesus Christus und sie ändern sich. Der Glaube, der ihnen nicht mehr so geholfen hat, der wird abgelegt und der Glaube an Jesus Christus neu angenommen. Aber nicht nur die Menschen aus Makedonien ändern sich. Auch Paulus muss von seinem Glauben anders erzählen, als er das gewohnt war. Vorher hat er in Jerusalem, in Damaskus, in Kleinasien gepredigt. Dort sind ganz andere Gebräuche, Sitten und Kulturen. Und jetzt muss er so predigen, dass es die Menschen in Makedonien in Europa verstehen. Wenn wir eingeladen werden oder wenn wir Fremde einladen, müssen wir uns gegenseitig zuhören. Wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir uns auch ändern müssen. Und wir müssen natürlich darauf hoffen, dass sich die anderen auch ändern, dass sie uns genau zuhören. Nur wenn wir das beides auf beiden Seiten tun, können wir unseren Glauben neu entdecken. Und wir können nur so von anderen von unserem Glauben erzählen. Erzählen, dass er neu verstanden werden kann. Sieben Wochen ohne Alleingänge, das bedeutet dann, komm du herüber in meine Welt und hilf mir zu glauben und zu verstehen. Aber auch, wenn du mich einlädst in deine Welt, dann erzähle ich dir von meinem Glauben und vielleicht hilft dir das. Und was noch besser ist, wenn wir gemeinsam über unseren Glauben reden, dann entdecken wir Dinge, die keiner von uns allein von Gott gewusst hat.
7 Wochen ohne Alleingänge, das heißt dann, komm herüber und hilf mir. Amen. Wenn wir beten, dann bitten wir, dass wir Gott verstehen und auch, dass Gott uns versteht. So wollen wir nun gemeinsam beten. Gott, du willst zu uns kommen. Mache uns bereit, dass wir dich einladen. Gott, du redest so, dass wir verstehen können. Mach uns ruhig, dass wir dich auch hören. Gott, wir wollen zu dir kommen. Mache uns offen für dich. Gott, wir können dir alles sagen. Lass uns dir vertrauen. Gott, du bist da. Lass uns dich einladen, suchen und finden. Amen. Und der Segen begleitet uns in die nächste Woche, in den kommenden Tag. Er sagt, dass Gott immer bei euch ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.